Ja, wunderbar. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich erzähle euch ein bisschen was über meine Arbeit und ich würde sagen, fast auch eins meiner Hobbys, nämlich Datenanalyse bzw. den Unterbau für, ich habe es mal professionelle Datenanalyse genannt. Man muss aber nicht unbedingt damit sein Geld verdienen. Ja, mit Open Source Software. Was gibt es da alles für Tools? Was kann man damit machen? Was sind vielleicht so die Überlegungen, die dahinter stehen? Auf welches Projekt springe ich denn auf, wenn ich bestimmte Dinge machen will? Genau, und ich habe einen kleinen Fahrplan vorbereitet. Für den Zeitraum brauche ich eigentlich nur so fünf Folien und dann erzähle ich euch eine Stunde lang was. Ist ein bisschen mehr. Ich hoffe, wir kommen gut durch in der Zeit. Bei Fragen gerne auch zwischendurch, insbesondere wenn irgendwas zu abgehoben ist und ich zu tief in meinem Fach drin stecke und das nicht rüberkommt, dann gern zwischendurch. Ansonsten hoffe ich, dass wir am Ende ein bisschen Frage-Diskussionsrunde haben können. Und ja, Plan. Ich stelle mich kurz vor und dann stelle ich die Motivation vor, was steckt eigentlich dahinter, was ich meine mit professioneller Datenanalyse. Und dann gehen wir in Architekturen und Open Source Tools rein und wie gesagt, Fragen, Diskussionen. Gerne gebündelt, gerne auch zwischendurch. Schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Ja, ich bin Markus, Informatiker, habe im Medizinkontext gelernt, sozusagen von der Pike auf, vom Sysadmin bis irgendwann Softwareentwickler, Teamleiter, im Data Warehousing gelandet und bin seit 3 Jahren Berater und Teamleiter für Data Science und Data Engineering. Ich würde mich selbst als Data Engineer bezeichnen. Da interessiere ich mich tatsächlich einfach viel mehr für den Aufbau der Infrastrukturen als für das Entwickeln von so Analysemodellen, was man halt mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz heutzutage bezeichnet. Ja, Vorträge so wie hier mache ich irgendwie schon lange und Open Source arbeite ich tatsächlich auch beruflich schon lange. 2014 schon ging das los mit E-Learning-Plattform, da war ich plötzlich Administrator dafür. Das ist ein Open-Source-Projekt. Dann später habe ich selbst Open-Source-Software entwickelt im wissenschaftlichen Kontext für Forschungsdatenmanagement und wie gesagt dann Forschungsdatenbanken aufgebaut und auch darüber schon gerne auf Konferenzen gesprochen. Vor einigen Jahren schon in Brüssel auf der FOSDEM gewesen. Das hatte ich hier mal kurz rausgesucht und festgestellt, die Themen ähneln sich, ne? Also das Thema Datenanalyse, Datenplattform begleitet mich doch schon seit einiger Zeit. Wie gesagt, seit 3 Jahren arbeite ich ungefähr mit dieser Auswahl. Kleine Auswahl von den Werkzeugen, mit denen wir täglich arbeiten, unterstützen Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte in Business Intelligence, eben auch Datenanalyse. Vor allem aber auch Data Warehouse Automatisierung, die Daten zeitgerecht dahin zu kriegen, wo sie letztendlich sein müssen und mit entsprechender Qualität. Viele Open Source Projekte dabei, nicht alles Open Source, aber dafür lege ich auch heute den Fokus speziell auf die Seite. Und nach Feierabend auch Open Source. Ich glaube, das Projekt ist hier auf dieser Veranstaltung auch schon mal aufgetaucht. Da verbringe ich tatsächlich auch seit einigen Jahren viel Zeit mit dem guten OpenRA. Open Source Spiele Engine läuft wunderbar auf Linux. Kurz nachdem ich damit angefangen habe, bin ich plötzlich auch Administrator für eigentlich alle unsere weltweiten Turniere geworden und vertreibe mir da jetzt auch nach Feierabend die Zeit mit ganz ähnlichen Themen, wie ich das im Beruf mache. So viel dazu. Jetzt kurz Vokabeltest. Ich habe gesagt, kein Vorwissen erforderlich. Insofern möchte ich kurz ein bisschen abreißen, Vokabeln, die ich einfach so zwischendurch rauswerfe, wo es vielleicht gut ist, wenn ihr ein Verständnis habt. Wie gesagt, wenn irgendwas völlig abstrakt ist, gerne jederzeit fragen. Also ich denke, Datenbanken und Structured Query Language, SQL, ist hoffentlich vielen ein grundsätzlicher Begriff. Datenbanken, also eine Form, Daten strukturiert abzuspeichern in Tabellenform in aller Regel. Eine Datenbank, stellt euch ein Datenblatt in einer Excel oder LibreOffice Calc oder so, in einer Tabellenkalkulation vor. Davon ganz viele und mit Querverweisen aufeinander ist ungefähr eine Datenbank.
Und SQL ist eben eine Abfragesprache, dass ich diese Daten dann eben auch wieder entsprechend rausziehen kann. Docker, Git, DevOps, Docker Container Virtualisierung ist für mich ein wahnsinniger Multiplikator gewesen. Heißt, ich kann mir Anwendungen sozusagen auf Knopfdruck in einer sehr vorgegebenen, fest definierten Anwendungsumgebung starten. Das heißt, ich muss nicht immer einen Server aufsetzen und ganz viel Aufwand betreiben, um irgendwas zu installieren, um das mal eben zu testen und eine erste einen Eindruck zu bekommen, wie das funktioniert, sondern es geht eben über einige wenige Befehle relativ schnell. Und es skaliert eben auch gut. Wenn ich Software betreiben will, kann ich das eben darüber auch sehr gut steuern. Das ist die Brücke zu Git. Git ist ein Software-Code-Versionsverwaltungstool. Das heißt, im Prinzip ist es ein Index über Veränderungen, die ich auf Textdateien mache. Das heißt, es gibt mir die Möglichkeit, jede Änderung, die ich an Quellcode mache, nachzuverfolgen. Verschiedene Sachen parallel zu entwickeln, alles hinterher wieder sauber zusammenzuführen, da kein Kuddelmuddel zu haben, dass irgendwas verloren gegangen ist oder irgendwas zwei Leute Sachen geändert haben und man weiß jetzt nicht mehr, wie es wieder zusammenzuführen wäre. Und das ist so die Grundlage auch für das Stichwort DevOps, Kombination aus Development, Entwicklung und Operations, also Betrieb. In der Softwareentwicklung ein eher organisatorisches Konzept, dass man eben näher zusammenarbeitet und nicht Software entwickelt und dann irgendwer anders versucht, sie zu betreiben und dann gibt es ein Feedback an den Softwareentwickler, sondern dass man diese Prozesse näher aneinander bringt, dass der Softwareentwickler den Code in Git schreibt, mit Docker direkt testen kann, wie die Applikation funktioniert und sich diese ganzen Sachen eben immer weiter zusammenwachsen, beschleunigen. Die technische Variante davon dann sozusagen Continuous Integration, Continuous Delivery. Auf Basis meines Code werden automatisch Tests ausgeführt und das Ganze wird automatisch irgendwo in Testsysteme bis hin zu Produktivsystemen ausgerollt, sodass die Applikationen im besten Fall vollautomatisch nach bestimmten Änderungen aktualisiert werden und benutzbar sind. Das alles ist, was für mich so den Hintergrund von dem Adjektiv professionell ausmacht. Komme ich auch gleich nochmal zu. Das also eher so Basics für Informatiker und Sysadmins. Data Warehouse geht einen Schritt weiter als Datenbanken, ist jetzt quasi eher so eine, Business-Sicht auf Datenbanken. Ich möchte aus den verschiedenen Systemen, die ich irgendwie in meinem Unternehmen habe, verschiedene Fachbereiche nutzen, verschiedene Applikationen, möchte alles an einer Stelle zusammenführen und dann zentrales Reporting machen. Ja, Vorstand möchte im Zweifelsfalle in ganz einfachen Metriken am Ende wissen, läuft überall alles wunderbar und dafür muss man ganz viele Daten von überall sammeln. Und das nennt man dann erstmal ein Data Warehouse mit allen Problemen, die dann dazu gibt es jede Menge, da kann man sich den ganzen Tag lang mit beschäftigen, das auch beruflich machen. Ist also sozusagen nochmal Datenbanken um Faktor 100. Ich will aus verschiedensten Datenbanken noch wieder Dateien zusammenführen und trotzdem den Überblick behalten. Automatisierung, Orchestrierung sind sozusagen die Konzepte, die ich mit den vorher genannten Tools, mit Git, DevOps, CI/CD, das möchte ich damit erreichen. Ich möchte natürlich, dass möglichst wenig manueller Einsatz nötig ist, um die Dinge eben effizient zu gestalten und auch robust zu gestalten. Ich möchte alles nachvollziehbar haben. Dafür setze ich möglichst viel Automatisierung ein, die ich dann auch entsprechend monitore und Orchestrierung nochmal so dieser Blick darauf. Es reicht eben nicht immer nur zu gucken, dass bestimmte Prozesse zu einer bestimmten Zeit angestoßen werden, sondern ich habe Querverbindungen. Ich muss gucken, dass das auch die richtigen Reihenfolgen, Zusammenhänge so gesehen orchestriert werden. Ne? Also das Bild vom Orchesterleiter, der dafür sorgen muss, dass alle irgendwie im Takt spielen. Ganz oben der Blick auf alles, was ich an Daten so ansammle, nennt sich dann gerne Governance. Geht es auch viel um Berechtigungsmanagement. Wer ist eigentlich, wem gehören welche Daten, wer erzeugt sie, wer kann anderen Leuten Zugriff darauf gewähren, so rein aus einer organisationalen Perspektive. Und Data Lineage
ist das Konzept, dass ich eben, ich sagte, Data Warehouse sammelt aus ganz vielen verschiedenen Quellen Daten ein. Data Lineage beschreibt, ich kann auch nachvollziehen, woher kommt mein Datum eigentlich. Ja, ich habe, sagte eben schon, Vorstand will eine Kennzahl und dann muss ich aber nachvollziehen können, wie genau wurde die berechnet, auf welchen Daten die wann aus welchem System exportiert worden sind, mit welcher Softwareversion wurde das gemacht und all sowas. Genau, alles das gehen wir heute gar nicht so sehr im Detail drauf ein, sondern ist so ein bisschen der Hintergrund, das Hintergrundrauschen, weshalb ich den Vortrag hier professionelle Datenanalyse genannt habe. Ja. Warum eigentlich professionell? Es geht mir nicht in dem Wortsinne, man muss damit Geld verdienen, dann ist es professionell, sondern eher so im Sinne von Qualität. Ich erwarte ja, sozusagen hohe Qualität und das sind so Qualitätsmerkmale, die kommen aus den Ingenieurwissenschaften, aus der Softwareentwicklung. Das ist letztendlich Qualitätsmanagement, Risikomanagement angewandt auf, wie entwickle ich Software. Und das ist so ein Trend der letzten 10, 15 Jahre. In der Softwareentwicklung hat sich das in den letzten 30 Jahren oder so sehr stark etabliert. Das sind alles bekannte Konzepte dort. Das übertragen wir jetzt mehr und mehr auch darauf, wie wir mit Daten umgehen. Ja, wir möchten jetzt eigentlich nicht mehr, dass jede Abteilung einen Experten, eine Expertin hat, die Daten aus dem System per Copy and Paste in eine Excel reinmacht, ein Makro laufen lässt und dann passiert hinten irgendwie was, aber geht jemand in Rente oder ist mal krank, dann kann das Ganze eben nicht funktionieren, weil niemand so genau weiß, was da passiert. Das ist also so mein Hintergedanke. Professionalisierung, auch in Unternehmen gibt es da immer viel Potenzial noch zu professionalisieren, was diesen Umgang mit Software, insbesondere in meinem Fall eben mit Software, die Daten verarbeitet, angeht. Okay, dann springen wir mal rein. Wie sieht eigentlich so Datenanalyse, habe ich jetzt vielleicht Visualisierungen vor Augen, Dashboards, ja, so Kuchendiagramme, Säulendiagramme, das ist meine Datenanalyse. Das ist am Ende eigentlich nur das Ergebnis der Datenanalyse, die Grundbausteine. Das sieht man sozusagen im Data Engineering immer wieder, schön dargestellt von links nach rechts. Ich habe also irgendwie ganz verschiedene Datenquellen. Dann lade ich Zeug aus diesen Datenquellen, speichere das in meinem System. Ich muss eine Möglichkeit haben, darauf Abfragen zu generieren, Abfragen laufen zu lassen. Dann baue ich ein semantisches Datenmodell, eine logische Sicht auf diese Informationen, die ich da habe, welche Bedeutung steckt eigentlich dahinter. Am Ende fasse ich das Ganze in eine relativ kompakte Analyse zusammen, ja, diese Vorstellung, wenige Metriken, die ich dem Vorstand vorlegen kann und dann möglichst noch schön grafisch aufbereitet. Und der größte Spaß dabei ist, das Ganze eben dann auch noch ja, zu betreiben und diese Governance sicherzustellen, dass ich also diese ganzen Themen, die ich eben so ein Stück weit unter dem Professionellen genannt habe, finden sich in diesem netten roten Balken wieder, der das gesamte Gesamtsystem irgendwie umspannt. Um das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich mal ein konkreteres Beispiel mitgebracht. Finde ich ganz nett. Es geht hier, ich habe mal gezogen, Euro-Wechselkurse, gibt es eine öffentliche Schnittstelle von der EZB. Die kommen, ja, in diesem schönen Format kann man sich die täglich abrufen oder auch jederzeit abrufen. Haben jetzt, wir sehen hier irgendwie Daten aus 2000 für irgendeine Währung ARS. Weiß ich sogar jetzt gar nicht genau, was das für eine Währung ist, aber ich kriege hier so relativ kryptisches Input. Das sind meine Rohdaten aus der Quelle. Nächster Schritt ist dann, die speichere ich erstmal irgendwo ab. Das heißt, ich treffe hier schon eine Vorauswahl. Ihr seht, ich habe das schon angereichert. Mein ARS taucht hier gerade in dem Ausschnitt nicht auf, aber ich habe eben auch zum Beispiel mir noch eine Beschreibung dazugefügt. Und ich habe einen Ladezeitpunkt, also ich habe mir zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ganze mal in der Datenbank gespeichert, schon ein bisschen aufbereitet, damit ich damit sinnvoll weiterarbeiten kann. Aber im Grunde genommen speichere ich hier erstmal alles weg, was ich kriege. Nächsten Schritt, bereinige ich das Ganze nochmal. Jetzt in dem Beispiel, was habe ich hier gesagt? Bereinigt, weitere Verarbeitung. Genau, das ist jetzt quasi die Ansicht auf
Das sind, ja genau, hier habe ich es gezeigt, das sind nur noch genau 31 Währungen. Nicht mehr wie eben, dass ich über verschiedene Tage die Daten habe, sondern hier, das ist der Blick, die heute tagesaktuellen Wechselkurse. Ich habe dann irgendwann festgestellt, da ist so ein Markus-Dollar drin. Ich habe den Verdacht, hier hat die Datenqualität auch noch einen, ist zweifelhaft. Müsste man mal überprüfen, was da eigentlich passiert ist. Zu guter Letzt nochmal final, das klingt ja eigentlich schon ganz final, ne? Ich hab die aktuellen Wechselkurse, aber ich will vielleicht gar nicht den Wechselkurs vom heutigen Tag, sondern ich habe ein Szenario, wo ich Auslandsgeschäft plane für die nächsten x Monate und dann sage ich, okay, dafür gucke ich mir aber den 3-Monats-, den quartalsweisen Durchschnitt an oder sowas. Das heißt, ich habe dann nochmal eine Sicht auf diese Daten, die wiederum aggregiert, berechnet und für bestimmte Zwecke nochmal vorfiltert. Jetzt in dem Fall, was habe ich gemacht? Monatlichen Durchschnittswechselkurs für australischen Dollar sehen wir hier. Und das wäre sozusagen das Datenmodell an der Stelle und dann final die Analyse, wie gesagt, Darstellung. Hier jetzt auch nochmal von den Monatsdurchschnitten auf quartalsweise Durchschnitte rausgegangen und da sieht man schon gewisse Abweichungen hier 2023 bis heute, relativ große Schwankungen da beim australischen Dollar. US-Dollar war das sogar, ja. Das mal so das konkrete Beispiel, was steckt da eigentlich dahinter? Hundertfach in jedem Unternehmen fallen alle möglichen Datentypen an, die dann irgendwie aufbereitet werden sollen. Ordnet sich an entlang dieser Links nach rechts Kette und dann kommt eben das schöne quer da oben drüber soll eben noch dieses Thema Betrieb und Governance liegen. Sieht jetzt erstmal schön einfach aus, das ist genau das, automatisiert, reproduzierbar, also das, was ich unter professionell verstehe. Ja, soweit so einfach. Jetzt habe ich hier noch eine wiederum vereinfachte Darstellung. Welche funktionalen Komponenten habe ich denn heutzutage eigentlich, wenn ich sowas als Infrastruktur abbilden will? Und das ist jetzt so ein bisschen das Maximalbild. Was könnte ich alles für verschiedene Szenarien haben? Was für unterschiedliche Quellsysteme könnte ich haben? Welche unterschiedlichen Datenformate, welche Daten, unterschiedlichen Datenmengen könnte ich verarbeiten müssen? Sozusagen hier kann ich einordnen, okay, ich brauche das und das und das. Und das ist letztendlich irgendwie das Spektrum, was auch mit Open Source Tools in diesem Bereich abgedeckt wird. Es gibt natürlich einige wenige, die sagen, sie können das alles, das komplette Spektrum. Ich habe das hier als unsere Landkarte für die konkreten Szenarien nochmal eingedampft. Das ist sozusagen das Hintergrundbild. Da gehen wir gleich rein. Die Tools, die ich hier gleich noch ein bisschen im Detail beleuchte, bilden immer einen Ausschnitt ab. Also es sind jetzt keine Tools, die daherkommen und sagen, sie können alles. Das kriege ich dann eher, wenn ich zu den großen Cloud-Anbietern gehe, wenn ich bei Microsoft frage, die sagen natürlich, ja hier, unser eines Produkt, das kann alles für dich machen. Unter der Haube sieht es auch anders aus, möglicherweise. Das ist der gut zu erkennende Lösungsraum sozusagen. Das sind die ganzen, es ist ein Versuch, das heißt nicht umsonst Mad Landscape, ja, die Machine Learning, Artificial Intelligence and Data Landscape. Ist ein Versuch, Produkte und Software einzuordnen, die es gibt, die diese verschiedene dieser Funktionen abdecken. Hier unten drin, dieser Querbalken, der lang durchgeht in Orange, das sind die Open Source Tools. Das heißt, wir wollen nur auf die Open Source Tools gucken. Das ist schon übersichtlich. Ne? Jetzt weiß ich natürlich bei jedem ganz genau, wie es funktioniert und was die Stärken und Schwächen sind und muss mir hier nur noch rauspicken, was ich konkret machen möchte. So die Idee. Ich habe natürlich jetzt eine kleine Auswahl vorbereitet und das wäre jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, schauen wir uns mal diese Vorauswahl von Tools und Architekturen an, wo ich sagen würde, das sind für verschiedene Szenarien, wenn ich sozusagen einsteigen möchte in professionelle Datenanalyse, vielleicht auch fürs Hobby. Ja, ich habe es vorhin angedeutet, ich mache nach Feierabend nochmal so ähnlichen Kram weiter.
mit so ja, ne, automatische Spielergebniserfassung und sowas, ist plötzlich auch wieder ein Stück weit Datenbanken und Data Warehousing und Analyse. Ja, genau. Schauen wir mal rein, Architekturen und Tools. Wie gesagt, das ist der Hintergrund. Und ich habe gesagt, ich fange mal einfach an. Datenanalyse und Visualisierung habe ich einen persönlichen Favoriten. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele. Wir hatten heute Morgen hier einen Vortrag, da wurde Grafana angerissen. Ich habe jetzt mal hier das Apache Superset als Projekt herausgegriffen. Das ist also eine Software, die kann ich eben auf dem Server laufen lassen. Dann habe ich eine Webplattform, kann ich mich anmelden und habe hier so ein schönes Benutzerinterface. Ich kann das hier SQL fragen. Ne? Das ist genau, das hatte ich vorhin gezeigt. Das ist sozusagen der Code, der hinter dieser Visualisierung steckt, mir die quartalsweisen durchschnittlichen Wechselkurse für den US-Dollar zu berechnen. Das heißt, es richtet sich schon an Leute, die dann eben auch ein Stück weit coden. Analysten arbeiten eben auch mit dieser Structured Query Language. Ist relativ leicht zu erlernen. Aber auch so zum Verständnis ist es halt jetzt nichts, wo ich rangehe und einfach nur wirklich Drag and Drop mir eine Grafik zusammenstelle, sondern ich brauche schon so ein bisschen Hintergrundwissen, wie ich eine Datenbank abfragen würde. Jetzt kann ich in dieses Frontend verschiedenste Datenbanken hinten reinklemmen und dann Abfragen über diese verschiedenen Datenbanken bauen und das Ganze eben auch schick visualisieren. Hier ein Beispiel, da hatten wir mal so ein Beispiel-Dashboard gebaut, das war mit einem Refresh von wenigen Sekunden quasi fast Live-Daten angezeigt. Da kann man eben sehr viel machen mit Apache Superset, wenn man das hier setzt, als sozusagen Analyseplattform. Jetzt habe ich natürlich davor jede Menge Freiraum auf meiner Landkarte hier. Was können wir denn da jetzt alles reinklatschen? Fang mal leicht an. Ich habe es hier klassisches Open Source Data Warehouse genannt. Wir nehmen eine relationale Datenbank. Ich habe jetzt hier mal Postgres rausgegriffen als eins der führenden Open Source Datenbanksysteme. Kann ich als Data Warehouse benutzen? Muss ich eben gucken, welche Größenordnung ich habe. Kann ich aber grundsätzlich alle Anwendungsfälle, die so üblicherweise anfallen, erstmal mit abbilden. Wenn ich dann sage, okay, jetzt möchte ich eben diese Ladeprozesse und die Transformationsprozesse in dem Warehouse, ich hatte eben die verschiedenen Ergebnisse dieser verschiedenen Fragen einmal gezeigt, dann picke ich mir irgendeine beliebige Programmiersprache heraus. Jetzt mein Go-To ist dann hier das Python und sage, okay, sozusagen sämtliche Steuerung, Transformationsschritte code ich letztlich in Python. Und für die Orchestrierung hatte ich eben schon mal gesagt, ja, wann soll denn jetzt eigentlich welcher Code ausgeführt werden? Da gibt es das wunderbare Apache Airflow, das eben auch wieder installiere ich auf dem Server, dann habe ich ein Webinterface, ich kann verschiedenste Prozesse zeitgesteuert oder auch eventgesteuert damit auslösen. Extrem, extrem vielfältig. Ich zeige gleich nochmal zwei Screenshots, wie das denn aussieht. Viele kennen vielleicht Cronjobs, also ich sage, etwas soll zu einer bestimmten Uhrzeit passieren. Hier viel mächtiger mit Monitoring, mit Recovery-Mechanismen, was passiert eigentlich, wenn mal was schief geht, wie oft soll es neu probiert werden, mit komplexen Abhängigkeiten, was passiert eigentlich, wenn A schief geht, aber B geklappt hat und ganz, ganz viele Möglichkeiten, genau diese Orchestrierung zu steuern. Das Schöne dabei ist, es ist auch wieder kein grafisches Tool, wo ich reingehe und mir Sachen hin und her zusammenklicke, sondern sämtliche Anweisungen, alles, was dieses Tool ausführt, ist letztendlich im Code definiert. Das heißt, ich habe auch da diese vollständige Nachvollziehbarkeit, diesen professionellen Betriebsansatz zu sagen, ich weiß zu jedem Zeitpunkt ganz genau, welche Anweisungen hat mein System eigentlich bekommen. Und das schöne Thema Betrieb oder vielmehr Governance hier habe ich mal rausgepickt. Da gibt es auch verschiedenste Anbieter natürlich oder verschiedenste Projekte. Open Metadata macht da einen vielversprechenden Eindruck. Als Metadatenkatalog
Das heißt, es ist eher ein System, das mir den Überblick gibt, welche Daten gibt es in welchem System, wie hängen sie miteinander zusammen, Stichwort da Data Lineage, aus welchem Prozess ist eigentlich dieses Ergebnis hier hervorgegangen, und ich kann eben auch eine nicht technische Sicht auf die Daten darstellen. Also ich kann das als Interface nehmen für Leute, die eben nicht in den Code reinschauen wollen, aber trotzdem wissen möchten, welche Daten haben wir eigentlich in unserem System vorliegen, welche Tabellen gibt es. Ich kann natürlich sprachliche Beschreibungen anreichern, alles das, was eben letztendlich auch für eine Nachnutzbarkeit des ganzen Systems extrem wichtig ist. Gesagt, kurzer Blick auf Apache Airflow. Im einfachsten Use Case ist es erstmal, ich mache es auf, ich sehe meine verschiedenen Prozesse, ich sehe, sie sind aktiv, ich sehe hier ne, so grüne Knöpfe ist gut, roter Knopf ist schlecht, es funktioniert oder irgendwas hat nicht funktioniert, dann kann ich eben im Detail reinbohren, was da eigentlich passiert ist, was hätte passieren sollen. Und hier, es hat auch schon so Features, die in diese Richtung Data Lineage gehen. Und das ist das Schöne, das sind alles verschiedene Open-Source-Projekte, aber es setzen sich mehr und mehr Schnittstellen durch, die einen automatischen Austausch ermöglichen. Also gerade hier, wenn ich Airflow nutze und damit die Daten in meiner Datenbank steuere und dann sage, ich lege einen Open Metadata-Katalog daneben, dann können die miteinander sprechen und die Informationen, die das Airflow auf technischer Ebene weiß, wo kommt welcher Datenpunkt her, werden gespiegelt in das Open Metadata und ich kann sie da eben visualisieren und mit zusätzlichen Informationen, wie gesagt, gut menschenlesbar anreichern. Gibt mir eine Wiederauffindbarkeit, was für Daten haben wir im System, was ist damit eigentlich passiert. Genau, also bis hin zu einer schönen grafischen Darstellung zwischen den Datenbanktabellen, ja, welche Spalte ging eigentlich von wo, woraus ging die hervor, ist die zusammengesetzt aus verschiedenen Daten, verschiedenen Tabellen, bis hin zu welcher Code steckt eigentlich genau dahinter. Das sollte eigentlich nur noch mal zeigen, die Grafik hatte ich schon rumliegen. Wir haben jetzt hier quasi Superset Postgres Airflow, ein bisschen dieses Szenario. Nochmal der Blick auch im Betrieb davor sind es eben im Grunde genommen, kann man das Ganze mit Open Source laufen lassen. Ja? Es setzt auf einen Linux-Server auf, braucht nicht wahnsinnig viele Ressourcen. Ich verwalte den gesamten Code mit dem GitLab. Ich nutze Docker, um die Systeme auf dem Server, die verschiedenen Microservices sind es letztendlich, aber zum Beispiel das Airflow oder auch die Postgres-Datenbank in den Containern laufen zu lassen. Auch alles aus dem Code gesteuert. Ja? Infrastructure as Code ist da das Stichwort. Also immer wieder dieses gleiche Muster. Ich versuche möglichst viel zu definieren in Code und automatisch in Betrieb zu übersetzen, ja, in Systeme, die dann irgendwo laufen und in die Daten, die in den Systemen verarbeitet werden und letztendlich zu brauchbaren Informationen aufbereitet werden. Wenn wir das mal nehmen als Basis, das taugt sehr gut zum Einstieg. Wenn man sagt, okay, jetzt haben wir aber ein Team von 10 Entwicklern, das dort sich darum kümmert, dass Daten transferiert werden sollen. Wir haben, ne, weiß nicht wie viele Fachabteilungen in unserem Unternehmen, die alle ihre Analysen haben möchten und ihre Daten am Ende in dem Superset sehen möchten. Wie skaliere ich das Ganze vielleicht noch besser? Gibt es sehr schöne weitere Open-Source-Tools. Ich habe hier mal eingeordnet beim Laden das Airbyte-Projekt mit reingenommen. Das gibt mir eine schöne grafische Benutzeroberfläche für das Anzapfen verschiedenster Datenquellen und relativ einfaches Reinladen in eine Zielstruktur. Also das würde mir hier den Übergang von Datenquelle in meine Postgres-Datenbank erleichtern. DLT-Hub bzw. das DLT-Projekt geht in eine ähnliche Richtung, setzt aber noch viel mehr auf reinen Python-Code. Ist aber daher auch sehr spannend, weil es ganz viele für verschiedenste Quellsysteme, die ich habe, vorgefertigte Konnektoren mitbringt und mir da also auch viel Arbeit abnimmt. Wenn ich das in Python selber schreiben wollen würde, muss ich da deutlich mehr Aufwand reinstecken,
als wenn ich sozusagen die fertigen Bibliotheken aus diesem Framework mit einbinde. Ähnliches Spiel hier auf der anderen Seite Richtung Abfragen modellieren. DBT als Projekt hier genannt ermöglicht mir eben nach diesem Code-First automatisiertem Ansatz das Datenmodell zu definieren. Meine verschiedenen Tabellen, wie sie aufeinander aufbauen, kann ich auch damit dann sehr strukturiert und standardisiert sozusagen in Code gießen und muss mir nicht viele Gedanken darum machen, was für Konventionen im Entwicklungsprozess ich jetzt eigentlich definieren will. Das ermöglicht mir dann eben auch zu sagen, okay, wir nutzen diese Werkzeuge, wir müssen nicht viele Konventionen neu erfinden, wir können mehr Leute an dem System arbeiten lassen und haben dadurch dann eben auch eine Skalierbarkeit bis in einen großen Maßstab wirklich rein. Wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, kleiner Maßstab, ich möchte wirklich möglichst einfach anfangen, möglichst wenige verschiedene Komponenten, vielleicht auch nicht so codelastig, dann würde ich sagen, okay, dann versuchen wir es mal mit fast einem reinen Airbyte-Projekt. Gibt mir auch viele Möglichkeiten, wie gesagt, Ladeprozesse ohnehin, aber auch Richtung Datenmodell definieren. Ich habe eine Metadatenkatalog ist quasi schon ein Stück weit mit eingebaut. Ich habe also eine ganz gute Sicht auf mein Gesamtsystem. Wäre das ein Ansatz, den ich quasi ans Herz legen würde, zu sagen, okay, ich nehme mir irgendein Datenbanksystem, beispielsweise Postgres daher, lege ein Airbyte daneben und mein Apache Superset oder beliebiges anderes Visualisierungstool hinten dran. Airbyte, genau, wenn man sich das im UI anguckt, ist wieder auch, installiere ich auf dem Server, habe ein Webinterface, kann mich einloggen und meine Konfiguration hinterlegen. Ich habe hier so schön anklickbare Liste verschiedenster Quellsysteme, so Sachen, die man dann häufig in US-Unternehmen benötigt, wie Facebook Ads und sowas, ist hier alles vorgefertigt, aber im Grunde genommen jedes Standard-Datenbanksystem kann ich darüber relativ einfach anbinden, ohne Code schreiben zu müssen. Und kann hier eben auch einfache Orchestrierung auch herstellen, sagen, das muss täglich geladen werden. Und ich möchte den ganzen Datensatz laden, ich möchte einen Teil davon laden. Und in welche Zielstruktur möchte ich das schreiben, kann ich darüber also alles ohne viel Code erstmal konfigurieren. Kleiner Sprung gedanklich, jetzt schmeißen wir die Datenbank unten raus. Ein Architekturtrend in solchen Datensystemen ist das sogenannte Lakehouse. Data Lake hat man vielleicht schon mal gehört. Das Konzept hier ist, ich habe nicht eine spezielle Datenbank-Engine, die entscheidet, wie speichere ich die Informationen irgendwo hin, sondern ich habe ein offenes Speicherformat und relativ günstigen Blob-Storage unten drunter oder Object-Storage. Das heißt, ich habe, also das Wichtige ist im Prinzip, bei einer Datenbank habe ich die Abfrage-Engine und die Datenspeicherung stark miteinander verheiratet. Die kann ich im Grunde genommen nicht voneinander trennen. Wenn ich an die Daten ran will, muss ich in der Regel über diese Abfrage-Engine gehen, die mir die Datenbank bietet. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Lakehouse, dann trenne ich, oder auch schon beim Data Lake, beim sogenannten, trenne ich den Speicher. Ich speichere meine Daten in einem bestimmten Format irgendwo ab und dann habe ich eine Abfrage-Engine, die unabhängig davon ist und die greift auf diese Dateien zu. Heißt aber auch, ich kann mit anderen Engines und anderen Systemen auf die gleichen Dateien zugreifen. Die Idee ist, ich habe also jetzt nur noch an einer Stelle diesen Speicher und kann mit verschiedensten Werkzeugen auf die gleichen Daten zugreifen und muss nicht jedes Mal Daten hin und her kopieren und nicht jedes Mal durch diesen Flaschenhals meiner Datenbank-Abfragesprache gehen. Top-Beispiel hier, eine der großen Plattformen, die das umsetzt und die eben auch noch tatsächlich Open Source ist, vielleicht mit einem Sternchen, die sind alle eher Open Core, ist Dremio. Da unten drunter, wie gesagt, das wäre das Minio-Projekt als einfache Storage Engine. Und dann habe ich mit Apache Iceberg ein offenes Dateiformat, das mir die Speicherung, das mir vorschreibt, wie speichere ich denn eigentlich Dateien ab. Und dann kann ich beliebige Query Engine einschalten, in dem Fall hier als Beispiel Apache Spark als Distributed
Query Engine, die darauf zugreift und gibt mir nochmal ganz andere Skalierbarkeit. Bei einer Datenbank kann man sich vorstellen, das ist im Grunde ein Server, da kann ich begrenzt viel CPU und RAM reinstecken. Wenn ich hier in so einen Data Lakehouse Ansatz gehe, dann kann ich viele, viele Server nebeneinander schalten und sie auf die gleichen Daten zugreifen lassen und habe eine viel größere Skalierbarkeit drin. Dremio deswegen ganz schön, kann man quasi mit einem Klick mal starten und ausprobieren und hat dann ganz intuitive Benutzersteuerung. Ich habe hier nochmal beim Thema Laden, bieten sie natürlich auch eigene Dinge an, aber auch als Beispiel hier nochmal wieder die Kombination mit Airbyte ist vielleicht angebracht, wenn man relativ einfach das Ganze mal ausprobieren will oder ein kleines Szenario umsetzen will. Genau, Dremio habe ich leider kein schönes Beispielsystem. Das Interface sieht fast so ähnlich aus wie das, was wir bei Apache Superset gesehen haben. Ich habe also eine Liste von Datenbanken und Tabellen, auf die ich Zugriff habe, und ich habe so ein SQL-basiertes Query-Interface. Lässt sich sehr gut handeln, und es geht auch schon wieder in Richtung Datenkatalog, dass ich da eben auch viele Governance-Aspekte direkt mit drin abgebildet habe. Deswegen, was ich anfangs sagte, die Großen, die wollen alle die komplette Landschaft abdecken und sagen, okay, sie können alles. Dremio ist quasi eines dieser Projekte, die in diese Richtung gehen, die sagen, sie bieten quasi unter einem, in einem Interface, in einer Benutzeroberfläche das Gesamtpaket an. Von denen, die das anbieten, ist Dremio das, was wirklich noch Open Source ist. Wie gesagt, eher Open Core. Die Firmen, die das Ganze vorantreiben, möchten natürlich auch gerne Geld verdienen damit und entscheiden dann eher Features, die für Unternehmen interessant sind, verstecken wir mal in der Cloud-Version beziehungsweise hinter entsprechenden Lizenzbezahlschranken. Okay, damit wäre mein Impulsvortrag zu dem Thema auch gut in der Zeit, glaube ich. Wäre ich fertig. Fragen und Diskussionen. Ja. Ganz ketzerisch. Ich komme aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich und bei uns ist inzwischen Standard, dass wir alles in R schreiben. Mhm. Also das ausgeht von den Daten bis zum fertigen Paper, ist alles in R und am Ende kriege ich eine PDF-Datei raus. Mhm. Warum spielt das im wirtschaftlichen Bereich null Rolle? Gute Frage. Das ist für das Streaming-Publikum wiederum. Ja, die Frage ist, also Hinweis kam im wissenschaftlichen Bereich, sozusagen der Prozess etabliert, alles in R zu machen. Sämtliche Abfragen, Aggregationen, Visualisierungen werden in der Programmiersprache oder statistischen Programmiersprache R formuliert, von Datenladen bis hin zum fertigen wissenschaftlichen Paper als PDF. Warum ist das nicht, wird das nicht in der Wirtschaft auch gemacht? Kann ich so tatsächlich nicht beantworten. Lässt sich vielleicht schlecht verkaufen. Vielleicht gibt es auch... Das war jetzt großartig. Genau. Also vielleicht ist tatsächlich, wenn man in die Wirtschaft guckt, eher das, ne, was bei vielen läuft, ist eben Tabellenkalkulation ist eigentlich der Standard in vielen Unternehmen. Wird in jeder Fachabteilung so für sich gemacht. Zu einer Programmiersprache zu wechseln, ist ohnehin schon ein großer Schritt. Und da ist sozusagen aus Unternehmenssicht vielleicht einfacher zu sagen, man baut ein zentrales Data Warehouse auf und lässt diese Analysen zentral aufbauen von Data Teams, die das Ganze managen und die den Fachabteilungen zur Seite stehen. Organisational von der Organisationsstruktur gehen die Trends natürlich auch in die Gegenrichtung wieder, ne, dass man sagt, man stellt eine Plattform bereit, auf der können die Fachabteilungen mit Unterstützung oder mit ihrer eigenen Expertise möglichst viel selbst machen. Und da kommt dann im Grunde genommen, wenn eine Abteilung sagt, wir möchten alles mit R machen, wir sind in der Lage dazu, dann wäre das sozusagen die Anforderung, da einfach die Plattform für hinzustellen und zu sagen, ihr könnt das auch weitergehen, gerne mit R machen.
Also das Warum kann ich nicht beantworten. Ich habe tatsächlich habe ich Kunden, wo viel mit R gearbeitet wird. Also das ist nicht völlig weltfremd sozusagen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Ja, ja bitte. Nur ein kleiner Einwand, wenn man so mit einer scheinbar primitiven Tabellenkalkulation wie Excel arbeitet, kommt man sehr schnell an Grenzen. Und dann fangen Leute an, mit Visual Basic oder Visual Basic for Application zu arbeiten und schon sind sie mittendrin in der Programmierung. Ja, ja, genau. Also der Einwand war, wenn man mit der Tabellenkalkulation nicht mehr weiterkommt, aber gerne weiter will, dann gibt es Programmiersprachen in der Tabellenkalkulation, Makros und so weiter. Und ohne es zu merken, fangen die Leute tatsächlich selbst an zu programmieren. Ja. Das stimmt und dann wird es richtig schlimm. Da sind wir genau an dem Punkt, wo eben diese Professionalisierung meistens fehlt. Das ist eine Datei, die liegt irgendwo rum. Wer das geschrieben hat, weiß man nicht so richtig. Ich habe 5 Versionen von der Datei, also alles Kopien. Aus den Dateinamen kann ich ablesen, was vielleicht die neueste Version ist, aber vielleicht auch nicht. Und wenn dann mal jemand krank ist, dann können die Fragen, die mit diesen Makros in diesen Dateien beantwortet werden, plötzlich von niemandem mehr beantwortet werden. Oder ne, Gott bewahre, es geht jemand in Rente und das gesamte Reporting ist darauf aufgebaut. Soll es ja geben. Ja. Vielleicht ein kurzer Gedanke zu dieser Frage nach, warum da überhaupt nicht R? Ich glaube, das ist hauptsächlich ein kulturell-historisches Ding, dass R sich ganz stark aus der Wissenschaft heraus entwickelt hat und sich auch in seiner Art stark an wissenschaftliches Arbeiten richtet. Und ich glaube, das sind einfach so 2 Trends, die auseinandergegangen sind. Und ich glaube, es gibt keinen sachlogischen Grund dafür. Ja, genau. Also da kam jetzt noch mal der Hinweis zum Thema R und Wirtschaft. R eine wissenschaftliche Sprache ist, aus dem Wissenschaftskontext sich entwickelt hat. Und es ja keinen logischen Grund gibt, sondern irgendwie eher so diesen historischen Grund dafür. Muss man sagen, Python ist genauso eine wissenschaftliche Programmiersprache, kommt auch stark aus dem wissenschaftlichen Kontext und schwappt jetzt so rein in das Business-Thema. Ja? In Firmen wurden vor 10 Jahren ging das, glaube ich, los, dann wurden plötzlich ganz viele Data Scientists gesucht und eingestellt, weil ne, Thema Machine Learning, KI eben ganz groß ankam und plötzlich hat man nach Leuten gesucht, die aus der Wissenschaft kommen und wissenschaftliche Programmiersprachen beherrschen und das jetzt auf wirtschaftlichen Kontext übertragen sollen. Und wie gesagt, R und Python, beide sind vertreten. In vielen dieser Plattformen kann man sogar auch mit beiden arbeiten. Und es gibt das, was ich ungefähr vorgestellt habe an funktionalem Stack, gibt es genauso auch fokussiert für R-Nutzer. Ja? Habe ich jetzt letzte Woche tatsächlich gerade erst gehört, dass da ein komplettes Projekt mit dem, ich glaube, mit der Firma, die das R-Studio vertreibt. Ich habe es nur überflogen, aber ich war erstaunt. Es gibt also anscheinend einen R-Studio-Server, was also auch wirklich als komplett vollwertige Datenanalyse-Plattform mittlerweile vertrieben wird von irgendwem. Genau. Okay. Dann, ich versuche das Ganze nochmal, ich habe ein Fazit mit einem Satz. Das war ja nun wirklich auch nur ein ganz kurzes Schlaglicht auf einige wenige Tools, die man irgendwie benutzen kann. In meinem Kopf schwirren da immer ganz viele Möglichkeiten rum, wie man die mal zusammensetzen kann. Ich habe immer, deswegen freue ich mich auch so in dieser Beratungsrolle zu sein. Ich habe gerne regelmäßig neue Herausforderungen, neue Projekte, neue Tools. Und gucke auch gerne, zu welchem besonderen Auswahl von irgendwie Vorbedingungen oder speziellen Anforderungen, die ich jetzt in einem Use Case habe, passen denn welche Tools besonders gut. Das ist sehr spannend. Thema für nicht einen Vortrag hier, sondern irgendwie Vorlesungsreihen noch und nöcher. In Kürze haben wir das jetzt eben einmal angerissen. Und ich konnte mich doch nicht auf einen Satz beschränken am Ende und wollte nochmal auch als Fazit sagen, auch die großen Anbieter von Cloud-Plattformen, die alles können sollen. Open Source ist da der Innovationstreiber. Unter der Haube setzen die alle auf Projekte, die aus diesem Open Source-Kontext kommen,
im Bereich Datenanalyse eben ganz vieles, was auch aus dem wissenschaftlichen Umfeld kommt. Ich hatte Apache Spark genannt als Framework für verteiltes Rechnen. Das kommt eben auch ganz konkret aus dem wissenschaftlichen Kontext. Und die Leute, die das damals entwickelt haben für ihre wissenschaftlichen Fragestellungen, haben da jetzt ein großes, teures Unternehmen draus gemacht, was eine sehr, sehr umfangreiche Datenplattform anbietet. Und auf der anderen Seite, das macht es dann eben, wenn sozusagen viel Geld vorhanden ist, kann man ganz einfach sagen, okay, gehen wir diesen Weg. Und das Schöne aber für die Pragmatiker, die mit dem System am Ende arbeiten, unter der Haube sind es immer noch diese Open-Source-Tools. Und ich habe fast die gleiche Freude in der Entwicklung und in der täglichen Arbeit damit, als würde ich mir meine Plattform aus den verschiedenen Komponenten selbst zusammenbauen. Ja, das ist also ein freudiges Hobby, / auch ein Beruf, der viel Spaß macht. Genau, letztendlich der Treiber hinter vielen Entwicklungen für mich persönlich war tatsächlich auch, dass wir mit Docker Container-Visualisierung bekommen haben. Viele dieser Tools aus dem Open-Source-Kontext kann ich nämlich einfach so mit einem einzelnen Befehl schnell starten und ausprobieren und mir von da aus ein Bild machen, ist das für meinen Anwendungsfall geeignet oder wie kann ich das eben mit anderen Tools, die mir weiterhelfen, in Verbindung setzen und mir so meinen eigenen kleinen Baukasten zusammenstellen für die Fragestellung, die ich eben beantworten möchte. Okay, vielen Dank.